und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fran Bao. In der letzten Folge haben wir es in den Brunnen geschafft und sind jetzt hier in diesem Haus gelandet. Die sind wohl sehr alt geworden. Die Schwestern. Sie haben die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. Aber wenn es Schwestern sind, warum sind sie so alt? Hä? Können Schwestern nicht alt werden? Oder habe ich mich gerade verlesen? Doch, aber hä? Das ergibt keinen Sinn. Ja, und im Hintergrund ist James am Abgehen. Lasst euch davon nicht irritieren. Oh, Füchschen. Oh nein, ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Ja. Eines Tages finde ich einen lebenden Fuchs, um zu reden. Oh, oder Mr. Midnight, mit dem kannst du reden. Skorpione machen mich nervös. Ey, das Mädchen ist eigentlich auch mega intelligent, dass sie das alles weiß, finde ich. Sie haben... Was? Sie haben immer? Vielleicht ist es ein Sternzeichen. Ich bin Schütze. Ein Feuersternzeichen. Skorpione machen mich nervös. Sie haben immer ihren Hintern hoch oben, um dich zu stechen. Süß. Schütze, was sagt das denn? Ja, abenteuerlustig sind die Schützen. Ich glaube auch sehr leidenschaftlich, einfach weil es Feuersternzeichen sind. Was, die Schuhe sind mir zu groß. Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Oder auf die Alice, was? Legst du Eier oder klaust du sie von einem Huhn? Und wie werden die Eier zu Schokoladeneiern? Ich habe so viele Fragen. Ich wünschte, du könntest mir antworten. Die ist so geil, ey. Dieses Mädchen, also so ein Kind. Ah, herrlich. Ein verstaubter Spiegel und ein paar andere Dinge. Ich stecke meine Hände nicht in die Kiste. Da sind bestimmt 1000 Spinnen drin. Ja, das könnte vielleicht sein. Herr Ratte, es ist Zeit aufzustehen. Vor einer Weile habe ich eine andere Ratte kennengelernt. Müde? Dann lassen wir ihn schlafen. Die Spielzeuge auf dem Dachboden sind immer so traurig, weil sie zurückgelassen werden. Ich möchte nicht auf dem Dachboden versauern. Nee, ich auch nicht. Das ist klar. Was ist das denn? Selbstverständlich. Achso, das ist das schon. Mal gucken, ob sie sonst noch ganz hier Kleinkram. Ist das der Kopf eines Engels? Hm. Was ist das in der Mitte? Das ist okay, nicht wichtig. Ach hier, den Hut haben wir noch nicht angeguckt. Nur ein Hut. Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Ja, Mensch, ist ja auch, glaube ich, derselbe bei euch beiden. Warum sitzt du hier? Es gibt doch so viele Puppen zum Spielen. Ach so, ja, genau. Ich habe die Perücke abgenommen, weil das ist so unbequem. Aber ich werde mit keiner von ihnen spielen. Die sehen gruselig aus. Ja, ja, richtig. Ich mag mein Kleid, aber die sind auch schön. Ich glaube, die brauche ich nicht. Das hoffe ich auch. Was haben wir denn da hinten noch? Da ist nichts weiter. Ne? Ja, dann wollen wir noch mal hier im Käfig gucken. Mr. Midnight? Aber der meinte doch auch, dass er in einem goldenen Käfig ist. Oh, keine Angst, ich bin hier. Fran, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich. Oh, ja, ich bin mit Knupsi. Oh, Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. Und hier bist du. Und danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch, Mr. Midnight. Und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, liebe Fran, wie hast du diesen Ort gefunden? Als diese Leute dich in den Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu erholen, aber etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh, mein Liebling, ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Alles wird gut werden. Wir müssen hier nur raus. Fran, kann ich dich was fragen? Klar, Mr. Midnight, was ist denn los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Ja. Du hast gesagt, ich solle die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube, jemand hilft uns, zusammenzufinden.
Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte ich die Präsenz von etwas anderem. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. Das ist echte Magie. Gut, dass sich jemand um uns kümmert. Fran, hast du das gehört? Hast du? Ich schau mal, ich versuche den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Ja, du kleines Knupsi. Ich liebe dich auch. Ich werde mein Bestes geben. Girl. Just no. No. Ja, okay. Einfach nur nein. War die Hand da schon immer? Ich gehe da mal, ne? Tschüss. Wobei, ich kann mal ganz kurz gucken, aber das wird es nicht ändern. Also ich denke, wir sind nach wie vor hier im... Wow! Ups. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Oh Mann, die sind wie Evelyn. Falls ihr die Band kennt. Das ist eigentlich eine Band von Amanda Palmer und noch... Also mit jemandem zusammen so gut. Du ja, wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? Auf mich gewartet? Wieso? Du! Der Schatz aus der anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? Tut mir leid, aber ich verstehe kein Wort. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fran Bao, so heißt du, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch. Sehr brutal, richtig? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat. Richtig? Langsam, woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir müssen. Wir sind ein Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jedem passieren schlimme Dinge. Ständig. Ich wünschte, mir wäre nichts Schlimmes passiert. Ich fühle mich so verloren. Verschwende deine Wünsche nicht. Suche nach Lösungen und Antworten. Ja, aber der Schmerz ist so groß. Ich sehe keine Lösungen. Dieses typische, wenn man in die Depression fällt und einfach da nichts sehen kann. Trink etwas Tee und iss etwas Kuchen, dann fühlst du dich gleich besser. Hab ich schon. Danke, aber ich muss wirklich wissen, wer euch diese Dinge über mich erzählt hat. Hast du Angst, kleine Fran? Ja, ein bisschen. Es ist komisch, wie ich hierher kam und dieses Gespräch verwirrt mich. Du hast noch nicht nach deiner Katze gefragt, Mr. Midnight. Das ist sehr seltsam für ein Mädchen, das seine Katze mehr als alles andere liebt. Und dennoch bist du ganz ruhig, als du ihn in einem Käfig fandest, hungrig und verängstigt. Sollten wir nicht vor Furcht vor dir erzittern? Alter! Ich liebe ihn und darum bin ich hier. Ich wollte nicht unhöflich sein. Willst du ihn zurück? Ja, natürlich, dann öffne den Käfig. Er ist hungrig und durstig. Erzähl uns, wie du hierher gekommen bist. Eine lange Geschichte. Ich floh von einem Ort. Ein hässlicher Ort. Sie öffnen die Köpfe von Kindern, um zu sehen, was nicht stimmt. Phil hat mir ein Geheimnis verraten. Ich war clever genug, rauszufinden. Und dann kam ich in den Wald und traf eine riesige Ameise. Und ich tötete einen Käfer. Und das war schlimm. Und dann traf ich eine Ratte, die ihre Haare gemacht haben wollte. Und dann machte ich eine Tür und diese Tür führte hierher. Aber als ich durch die Tür ging, geschah etwas. Ich erinnere mich an nichts. Ah, ich habe eine echte Kiefernzapfenfamilie gesehen. Das war, bevor ich hierher kam. Sie leben in Mr. Antonios Haus. Sie mögen Beeren. Ah, und ich sah fliegende Insekten, die in den Bäumen festhingen, weil sie langes Haar haben. Das war auch im Wald. Und jetzt bin ich hier. Ich suche Mr. Midnight. Das war ja ein Abenteuer. Wie alt bist du, Fran? Ich bin 10 Jahre alt, aber bald werde ich 11. Und ihr? Wir sind 16. Viel älter als du, also musst du uns gehorchen. Ich will euch nicht gehorchen. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Du hast noch nicht nach unseren Namen gefragt. Wie unhöflich. Und du solltest nicht ohne Erlaubnis in einem Haus herumlaufen. Bist du dumm? Ein dummes kleines Mädchen ohne Familie? Ich
bin nicht dumm. Und ich habe eine Familie. Ich habe Tante Grace und meine Katze. Oh, Mädchen. Weinst du? Denn wenn du es tust, bekommst du Ärger. Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, werden du und deine Katze sterben. Verstehst du das? Nein, ihr macht mir keine Angst, dann befreit meine Katze. Oh-oh. Wenn du nicht tust, was wir verlangen, werden deine Katze... Nein! Nein! Okay. Ja, Annie hat auch gezaubert, aber sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich geht. Okay, wie auch immer. Diese Zauberei ist sehr stark. Sie ist entsetzlich und gefährlich. Hier ist das Rezept. Sei vorsichtig und genau. Sonst können schreckliche Dinge passieren. Und warum könnt ihr das nicht selbst tun? Wir können es nicht tun. Es würde uns töten. Weißt du, wir waren nicht immer so. Wir waren einst zwei verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern. Aber warum seid ihr jetzt so, wie ihr seid? Eines Nachts, vor langer Zeit, erschien etwas vor unseren Augen. Wir hielten es für einen Engel, aber es war keiner. Er entschied, dass wir auf ewig zusammen sein müssten. Er verfluchte uns, so zu sein. Wir haben nie verstanden, warum. Wir haben einen Spruch, um ihn zurückzuholen. Aber das tun wir später, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Und wir zeigen ihm, dass er machtlos ist. Und er wird es bereuen. Das klingt schrecklich. Ich tue mein Bestes, um euch zu helfen. Wir werden Dinge sammeln, die du für das Ritual brauchst. Ach, das ist gut. Und weil du ein blödes Mädchen warst, wirst du nicht mehr mit deiner Katze sprechen. Was? Du wirst warten müssen, bis wir zurück sind. Oh, bitte lass mich mit ihm reden. Nein, das kannst du nicht. Und Fran, siehst du diesen Schlüssel? Kannst du dir vorstellen, was man damit öffnet? Kannst du? Du dummes Mädchen. Ah, ihr seid ja so toll. Oh Gott, die Gritte. Oh, Fran. Was ist denn da? Hallo? Wer bist du? Kannst du mich nicht hören? Ich bin Fran. Ich weiß nicht, ob du mit dir reden willst. Hallo? Ach du Scheiße, okay. Wow, der Geruch. Wow. Wer hat dir das angetan? Warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen um mich beschützen. Oh man, I feel this little girl on so many... emotional levels, I don't know. Mir wird's genauso gehen. Ich würde alles für James tun. Es ist wirklich so. Jazz, the blueberry tree. Was steht da? Warte mal. Ist das nicht die große... Ja, ich wollte gerade sagen, die kennen wir doch. Und hier ist das Häuschen. Er könnte es sein, nur etwas jünger. Jens, geil, ey. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Ach du Scheiße, ist das geil. Okay, er war mein richtiger Rockstar. Haben wir hier einen Plattenspieler? Ich frage mich, ob er funktioniert. Mal sehen. Schön. Ja, das ist richtig. Seien wir lieber leise. Eine Schreibmaschine und sie funktioniert. Ich glaube, ich könnte etwas schreiben, aber ich brauche Papier. Hm. Und ein guter Autor muss jetzt wissen, was er schreibt. Mädchen, du hast so viel erlebt. Schreib einfach das, was du erlebt hast. Da sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. So viele, dass mir ganz schwindelig wird. Ich lasse das hier. Und hier, guck mal, hier ist eine Eule. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Gibt es deshalb im Internet diese Mauls? Wisst ihr, wo diese Katzenköpfe auf die Eulenköpfe gefotoshoppt werden? Ich finde immer, das sieht so geil aus, einfach nur. Beide sind sehr neugierig, beide töten Mäuse und beide sind gute Begleiter von Hexen. Ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Eule angefasst, aber vielleicht sind beide auch sehr weich. Das wäre schön.
Und ich habe gerade was entdeckt. Brennende Kerzen. Habe ich nicht entdeckt, aber hier, Mr. Midnight. Ja. Wenn ich groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. Ja, ich auch. Beziehungsweise, ich bin ja schon groß, ne? Aber so viele Katzenbilder habe ich gar nicht an der Wand. Wobei, ja, das sind jetzt nicht direkt Bilder, aber... Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe ein großes Gemälde von James. Was ist los? War das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Ach so, da passiert nichts. Krass. Was haben wir denn hier jetzt? Ja, dann sind wir auch wieder hier unten. Das bringt mich nicht weiter. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ich will einfach mal gucken. Ob sich irgendwas... Schon wieder. Aber ich habe meine Pillen gar nicht genommen. Naja, er hat das Fenster aufgemacht. Danke, aber wer ist er? Niemand. Hey du! Achso, das war der. Hey du! Ja, wer spricht da? Ich bin eine Kräuter. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was gibt's? Du schwebst in großer Gefahr. Vertraue dem Mädchen nicht. Warum sagst du das? Schau, Mädchen, ich bin eine Kröte und ich weiß, wie ich hier fliege. Ich kann hier fortschwimmen. Aber sie lassen mich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, wegzukommen, komme ich wie von Zauberhand zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. Ein Kröten- und Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht um uns zu lieben. Nur um uns zu benutzen. Vertraue ihnen nicht. Das ist schrecklich. Darum ist meine Katze also hier. Sie haben dir ein Rezept für irgendetwas Magisches gegeben, stimmt's? Woher weißt du das? Hast du das tote Mädchen in einem der Zimmer gesehen? Nun, das könntest du sein. Wenn du es herstellst. Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. Aber was soll ich denn tun? Ich bin keine kluge Kröte, aber wenn ich du wäre, wäre ich kreativ. Kreativ, ich gebe mein Bestes. Und Mädchen, bitte rette uns alle. Ich will wirklich weg von hier. Okay. Geil. Ein großer, großer Stein. Ich lasse ihn mal hier. Was ist das denn? Ich könnte damit etwas anfangen. Oh ja, indeed. Und ein Fahrrad. Ein rostiges altes Fahrrad mitten auf einer Insel. Voll unnötig. Ich glaube, damit käme ich nicht weit. Und das Haus herum ist nichts weiter als Wasser. Ja, ich frage mich, ob das so ein Stück weit auch so eine Symbolik ist, so für die Emotionen, das Meer von Gefühlen. Und jetzt diese Insel, wo sie sich vielleicht konzentrieren. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, hier. Das wollte ich nämlich sehen, ob das dieses Kleid ist, weil. Hier. Es sei denn natürlich, dass das Mädchen ist. Also wisst ihr, das Mädchen, was hier gestorben ist bei dem Versuch, den anderen zu helfen. Untersuchen. Den alten, verlorenen Jungen beschwören. Verloren in der Dunkelheit, verloren in Tränen. Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand des einen Engels, der dir Leid zufügen will. Wow, ja, was ist denn, Mr. Knupsi? Mr. James, ich am Knupsen. Ja. Moment. Oh. Junge, woher war ich da hingesetzt? Schau mal hier. Komm mal hier, Baby. Komm. Oh, jo. Ja, da kommst du gerne vor die Kamera, ne? Ja, fein. Hört ihr das? Jo, schlimm. Zeig dich nochmal. Na komm. Ja, komm. Mach dich mal groß. Nee, nicht auf die Tastatur.
am Fressen. Damit kriegen wir sie immer, ne? So. Dann wollen wir nochmal weiterlesen. Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand eines Engels, der dir Leid zufügen wird. Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand des einen Engels, okay? Man braucht... Nein! Das Herz eines Frosches. Den Kopf einer jungen Jungfrau. Haar und Blut einer schwarzen Katze. Ein Pentagramm aus Asche, die verkohlte Leiche eines Fuchses. All dies muss zusammen in einem Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholen folgende Worte. Oh, das gefällt mir gar nicht, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, wenn wir nicht viel Blut von der Katze brauchen, dann ist ja vielleicht gut. Aber ich könnte das niemals meiner Katze antun. Wisst ihr, die dann quasi da so anritzen und dann Blut von ihr holen? Naja. Ich will jetzt erstmal gucken, ob ich hier irgendwie mit dem Holz... Genau, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Benutzen. Aha. Das kann ich nicht hochheben. Ich will die Flasche wirklich haben. Was soll ich tun? Kann ich das Messer nehmen, um das durchzuschneiden? Yes. Wunderbar. Dann machen wir mal runter. Sehr schön. Das war ja ausnahmsweise mal einfach. Wow. Und was haben wir? Was? Warum? Da ist doch kein Feuer. Vielleicht ist sie verhext, dass sie niemand anfasst. Was? Deshalb ist der Frosch jetzt auch gestorben. Ja. Wieso geht das nicht? Lasst mich mal kurz überlegen. Kann ich dich benutzen? Nein. Warte mal. Benutzen. Aha, das Papier. Das ist gut, aber ich will... Der Frosch ist gestorben. Es ist nicht gut, Flaschen zu fressen. Merkt euch das, ne? Wenn ihr ein Frosch seid. Aber das Messer... Ich brauche ein Herz. Okay, dann nicht. Die wahre Seele erkennen. Die Welt versteckt die Wahrheit vor dir. Kämpfe dich mit deiner Seele durch das Leben und du wirst den Sinn dieser Tat verstehen. Wenn du diese Essenz korrumpierst, wird deine Seele versteckt werden und du wirst nie das Gesicht der Wahrheit erblicken. Um eine unreine Seele zu zerstören oder die Gefangenen zu befreien, braucht man das Blut dessen, der das Ritual durchführt. Das habe ich. Eine blaublühende Mondlichtrose. Ah, der... Okay, man zeigt... Da hat sie jetzt quasi schon angemalt, was wir schon haben, oder wie? Du wirkst frisch. Das geht da nicht, okay. Dann machen wir mal wieder zurück, würde ich sagen. Okidoki. Also ich weiß ja nicht. Ach so, dann bin ich hier einfach draußen. Mal gucken, was der hier macht. Nee, ich habe ein Brett vom Kopf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Ach was. Das ist eine gute Antwort. Okay, du hast recht. Aber ich glaube, wir werden hier keine Infos bekommen. Vielleicht übersiehst du einige Hinweise. Ja, das würde ich nämlich auch vermuten. Meine Nase juckt irgendwie. Da sagt man nicht immer, wenn die Nase juckt, gibt's Geld. Aber wir haben noch nicht Anfang des neuen Monats. Ja, nee, hier war ja nichts weiter. Okay. Ich würde erstmal nach oben nochmal gehen.
Ja, das brauchen wir. Aber wie komme ich da vielleicht ran? Ach, okay, leider nicht. Hätte klappen können. Dass man quasi so das Bild raus, also da, den Teil des Bildes rausschneidet. Aber hier war ja soweit auch nichts. Okay. Ich gehe nochmal nach oben. Die sind die Scheiße. Schade. Shit. Okay, das geht also nicht. Aber war nicht in dem einen Rezept etwas von einem Fuchs die Rede? Irgendwie. Ich will mal gucken, ob ich sonst... Feuer? Ne, ich meine eigentlich hier vorne. Feuerholz, das darauf wartet, verbrannt zu werden. Warum? Lasst mich noch mal kurz in die Rezepte gucken. Hier eine Mondlichtrose. Da hätte ich ja, wie gesagt, jetzt an das Bild gedacht. Und bei dem anderen... Kopf einer Jungfernfrau. Die verkohlte Leiche eines Fuchses. Ja, deshalb dachte ich, dass wir da hin müssen. Ja, Problem ist jetzt, wir kommen ja... Ja, warte mal. Ich will mal gucken, ob was passiert, wenn ich den Wasserhahn ausmache. Nee, ob ich hier... Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Ich glaube, einige glauben nur, was aufgeschrieben wird. Aber was bedeutet das? Wer hat das geschrieben? Quasi Dinge, die wir in Wahrheit nicht sehen können. Aber welche Wahrheit? Kann ich mit dir sprechen? Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Hat sie... Was ist, wenn die Schwester ihre zweite Persönlichkeit ist? Deshalb auch das Monster im Kopf. Jetzt schauen wir mal hier schnell, ob ich hier noch irgendwas. Mitten auf einer Insel. Warte mal. Das Licht. Das macht keinen Sinn. Nutzen? Nee. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Was soll ich nur tun? Ich weigere mich, das zu tun. Das kann nicht gut sein. Vielleicht kann ich etwas anderes tun. Ja. Kann ich das benutzen? Ich könnte auf dem Rezept schreiben. Okay. Tun sollen. Ach, das kannst du jetzt nicht nochmal kopieren. Ich habe hier noch ein bisschen Papier. Negativ. Okay. Ich würde hier am liebsten das mal so gegens Feuer halten und
um zu gucken, ob da so eine Hidden Message ist. Nee, das klappt nicht. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, was ist heute mit Let's Play Frambau? Und in der nächsten Folge werden wir... Nee, da war nicht James. Ich dachte, er säße da. Dann werden wir in der nächsten Folge... uns mal irgendwie weiter um das Rezept kümmern. Wir haben auf jeden Fall schon mal was verändert. Die Sache ist halt, was ich gerne machen würde. Entschuldigung. Ich hätte hier was durchgestrichen, sofern man halt dadurch was verändern kann, wisst ihr? Warte mal, eine Sache will ich doch noch mal kurz ausprobieren. Ich bin hier unten. Sieht hier nicht anders aus. Das wäre nämlich noch... Naja, sieht beides leider gleich aus. Okay, Leute, dann... Ja, war's das für heute mit Let's Play Frambau. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Bis dann.